Man muss im Rhythmus bleiben, man muss irgendwo einen Flow finden, man muss die Bahn spielen, man muss mit den Gegnern spielen, man muss optimal positioniert sein. Wenn das alles zusammenpasst, hat man ganz gute Chancen, vorne mitzufahren. Die letzten 20 Minuten waren einfach nur genial. Ja, sicher kann man sich nie sein, es kann immer alles passieren, aber im Grunde genommen hat man ein gutes Gefühl und wenn das Gefühl da ist, dann ist man sehr selbstsicher und wir waren, glaube ich, sehr überzeugend, dass wir hier gewinnen wollen und wir haben es dann durchgezogen. Also jetzt momentan bin ich klitschnass und würde gern duschen gehen, weil es kalt wird. Aber ich genieße es momentan und ich trinke auch noch ein Bierchen heute Abend. Ja, es war ein geiles Finale. Ich bin so froh, dass Grassi gewonnen hat. Mit 34 das erste Mal. Die Sixer ist gewonnen. Tolle Stimmung heute am Dienstag und ich könnte nicht glücklicher sein.